Monaten sind wir in Deutschland aufgebrochen, mit dem Ziel, mit unserem Bus bis nach Südafrika zu fahren. Heute bricht schon unsere vierte Woche im Senegal an, unserem dritten Land auf dem afrikanischen Kontinent. Einem Land, das uns in seinen Bann gezogen hat und uns aus unserer Komfortzone holt. Wenn wir auf dieser Reise eins gelernt haben, dann, dass es genau das braucht. Die Komfortzone hinter sich zu lassen, offen für Neues zu sein, denn genau dann passieren die schönsten Dinge. Guten Morgen aus dem Senegal. Wir haben die letzten Tage hier direkt neben einem Salzfeld geschlafen und das war jetzt unsere ersten Nächte in der Savanne und es war wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt geht's für uns aber weiter, denn das heutige Ziel lautet Gambia. Hey, Ziege, get out of my way. Achtung, Hühner. Oh, das ist ein Baby Chicken. Okay. Wir haben heute versucht, extra früh loszufahren, weil wir möglichst früh an der Grenze sein wollen, wenn es noch nicht ganz so heiß ist. Es ist richtig, richtig heiß geworden hier im Inland. Wir haben jeden Tag 36 Grad und knalle Sonne. Und an der Grenze müssen wir Lotta ja im Auto lassen. Und deswegen versuchen wir da zu sein, wenn die Sonne noch nicht so hoch steht. Aber wir haben es trotzdem erst um 10 Uhr geschafft. Also. Das Ding hier mit den Temperaturen ist nämlich, dass es zum Beispiel heute Morgen schon fast frisch war und dass sich das erst über den Nachmittag aufheizt und so gegen 15, 16 Uhr ist es dann wirklich 36 Grad und am heißesten. Und eigentlich wollten wir jetzt noch deutlich früher los, sodass wir, keine Ahnung, schon um 12 an der Grenze sind. Ich dachte, das könnte was werden. Aber es kommen halt die ganze Zeit Leute vorbei, das kennen wir jetzt ja eigentlich schon auch seit Marokko, aber weil wir jetzt neben diesem Salzfeld standen, wo halt Menschen auch arbeiten, haben wir irgendwie die letzten Tage jeden Tag irgendwie mindestens mit 10 Leuten kurz geredet. Die kommen dann vorbei, die sind neugierig, die wollen wissen, wo wir herkommen, was wir da machen und wollen dann auch erzählen ein bisschen was von sich, was ja auch ganz nett ist. Aber das hat jetzt eben heute Morgen wieder Zeit gekostet, weil dann auch wieder ein junger Typ vorbeikam, der dann auch mit uns geredet hat. Und genau, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Zoe im Straßen, Stadtverkehr. Na? Muss jetzt links abbiegen. Links dein abbiegen erster senegalesischer Stadtverkehr. Uiuiui. Ui, ui. Läuft schon der Schweiß. Also ist natürlich viel los hier auf den Straßen, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm hier zu fahren, weil irgendwie der Verkehr trotzdem relativ entspannt ist. Also irgendwie, die sind nicht aggro. Nee, du kannst dann halt einfach dich irgendwo durchquetschen und dann halt warten die Leute halt auch. Also es ist halt nicht so, dass du Angst haben musst, dass hier die ganze Zeit irgendwie jemand reinfährt oder so. Deswegen, man muss halt immer ein bisschen geduldig sein. Wie sagen es? Please. I don't understand. Can you turn off the music? Okay. I don't understand with the music. Yes. Me, I'm hungry. Please. Wir sind jetzt hier auf einmal in einer Stadt gelandet, die wieder sehr, sehr voll ist, wie das meistens so ist. Hier ist echt immer richtig viel los. Und man muss sagen, es ist schon nochmal was anderes, sobald man Dakar verlässt. Weil Dakar einfach deutlich reicher ist, glaube ich, als der Rest des Landes. Das merkt man auch in den Preisen. Und jetzt hier auf dem Land und in den kleineren Städten, also ist so meines Empfindens nach die Armut auf jeden Fall schon deutlich größer. Und wir werden auch immer öfters angesprochen. Und man sieht auch immer öfters, dass Kinder hier arbeiten auf den Straßen. Und dann halt immer öfters gefragt, ob wir Geld haben. Und wie zum Beispiel jetzt der Typ, der sich hier so reingelehnt hat. Da muss ich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen aufpassen, die Fenster zuhalten in der Stadt. Das ist halt schon nochmal was anderes jetzt.
Wir haben es jetzt schon bis zur Grenze geschafft. Ich frage mich, ob das hier so eine richtige Grenze ist. Also, ist das eine richtige Grenze? Aber es sieht so aus, als wäre diese Grenze einfach mitten in dem Ort drin. Sieht so aus, als ob mir aus Versehen einfach durchfährt. Ja. Same procedure as every time. Jetzt parken wir das Auto und gehen in eins von diesen Gebäuden rein und müssen jetzt ausreisen aus dem Senegal. Auf der senegalesischen Seite ging es jetzt echt schnell und jetzt fahren wir weiter zur zu Gambia. Aber das ist echt ein sehr unübersichtlicher Grenzübergang hier. Ich glaube, da steht was von Custom Post. Hui, wir haben es geschafft. Wir sind in Gambia. Das war jetzt relativ unkompliziert, das ging richtig schnell. Wie lange waren wir jetzt an der Grenze? Eine Stunde? Also das ging jetzt wirklich sehr flott. Und wir brauchen für Gambia auch... Nee, das stimmt nicht. Also Gambia ist das letzte Land auf unserer Reise jetzt in den nächsten Monaten, für das wir das Visum jetzt noch nicht vorher brauchten, sondern wir konnten jetzt einfach hier an die Grenze fahren und haben jetzt hier ein Visum bekommen, was sogar kostenfrei war. Wir haben jetzt hier keinen Cent bezahlt und es ging super schnell. Und was für uns jetzt ganz angenehm ist, dass man in Gambia Englisch spricht. Beziehungsweise Englisch ist die Amtssprache und es sprechen viele Menschen Englisch. Das war in Senegal jetzt nicht unbedingt der Fall. Das hat das Ganze auch ein bisschen einfacher gemacht. Puh, okay, also es ist echt heiß schon wieder. Und wir haben uns jetzt mit jemandem verabredet, den wir letzte Woche in Dakar getroffen haben. Er heißt Lamine. Und wir haben in Dakar mit ihm gesprochen und er meinte so, er kommt aus Gambia und er wird sich gerne mit uns treffen, wenn wir in Gambia sind. Und jetzt haben wir ihm gerade Bescheid gesagt, dass wir hier sind und jetzt wartet er hier irgendwo auf uns. Wir kamen heute Morgen. Sein Bruder arbeitet hier an der Grenze und er hat seinem Bruder gesagt, er soll ihm Bescheid sagen, wenn wir hier sind. Echt? Jetzt kam der und hat mich angesprochen, seinen Bruder gefragt, wo wir hinwollen und so. Und da meinte ich, ja, wir kennen hier jemanden. Da meinte er, ja, das ist mein Bruder, der kommt jetzt hierher. Und da ist ein Schwein auf der Straße. Jetzt kommt hier nochmal so ein Police Checkpoint, warte. Okay. Und jetzt hat die da nochmal einen Stempel reingemacht in so ein Import-Dokument, das wir hier haben. Also nicht das Kanä, sondern so einen anderen Zettel. Dann sollst du dafür 1000 Franc haben. Dann habe ich gesagt, warum? Dann meinst du, ja, der Stempel kostet 1000 Franc. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber im Internet gelesen, dass es nichts kostet. Und dann wusste sie nicht mehr, was sie sagen soll. Und dann hat so einer von den anderen Polizisten, der daneben saß, gesagt, go, go. Und dann bin ich schnell gegangen. Ja, kannst du mal versuchen. Ah, das ist unser Freund. Ja. Hi, nice to meet you again. Beifahrt. How are you doing? Lotta. Where do we go now? Hmm? Where do we go? Let's go house. To your house? Yeah. All okay, right. Nice. Yeah, after you go my house, after I'm going you, my family. Okay. Yeah, perfect. You know nice. My family. That sounds yeah. good. Hey, everybody. After. Let's go. How are you? Hello. Okay, also unser neuer Freund hat uns jetzt erstmal in sein Zimmer gebracht. Say hello to Germany. Say hello to Germany. Huh? So you're going to say hello to Germany? Hello, Germany. und hat uns seine Arbeit gezeigt? Your work? Yeah. That's what you do for work, right? My what? Your work. My work? Yes. Yeah, it's sell. Your work is to sell? Yeah, I'm sell for the ring. Yeah, so... And the things. English. Yeah, I don't speak English well because it's of okay. My family. Yeah. It's not rich. So I stopped the school. Yeah. It's 2002. I stopped school. Yeah. I'm going work. I'm happy small. Going to feed my family. Yeah. Yeah. So this lad, I'm sell small. Mm-hmm. Yeah. How old are you, by the way? How old are you? What? How old? What's your age? My age. Your age? 26 years. 26. Yeah. I'm 29. You are. Yeah. You 29. Yes. Yeah. And you? I'm 24. 24. I'm the youngest. So okay. Let's go. You show us the city now.
Huh? You show us your city? Yeah. Okay. Wir werden jetzt hier einmal über den Markt geführt und er kennt hier jeden. Ja. Soll mal Hallo sagen. Hier gibt es gutes Gemüse. Ein bisschen schwierig mit Lotta, weil wir können sie halt nicht im Auto lassen bei dem Wetter. Und es ist natürlich ganz schön viel los hier für sie, lauter Tiere. Deswegen trage ich sie dann immer mal wieder. Ah, Amazon. Bye bye, na fajet. Yo. Te jaru yang itu. Sam, hanya itu hong dunia. Also wir sind jetzt zurück am Auto und jetzt wollen wir eigentlich fahren, weil es ist schon 15 Uhr und wir müssen noch einen Stellplatz suchen irgendwo in der Natur und es ist auch echt heiß und es waren jetzt auch wieder viele neue Eindrücke heute. Aber jetzt dürfen wir nicht gehen, ohne dass wir noch was zu essen bekommen. Aber es ist immer sehr schwer für uns zu kommunizieren, dass wir kein Fleisch und kein Fisch essen, ohne dass wir da irgendwie mit auf den Schlips treten. Aber wir haben die ganze Zeit gesagt, nein, 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 wir brauchen nichts, wir haben keinen Hunger, wir müssen jetzt fahren und es wurde darauf bestanden, dass wir was essen. Das ist auch schwierig für unsere Mägen. Das noch dazu. Also. Und jetzt wird das Essen wohl, jetzt bringt sie uns hier was an den Bus, aber ja, es ist halt mega lieb und deswegen finde ich das so schwierig, damit umzugehen. Ah! Ja. Merci! Thank you! What is it? Ooh. Yasa. Oh, that looks so good. Mm-hmm. Bon appetit. Lotta. What's it called? Yasa. Yasa. Mm-hmm. It's rice and meat. Mm-hmm. Nice. Das riecht gut. Ja, das riecht gut. Stimmt. I don't eat fish. You don't eat fish? No fish. Thank you. I eat rice and onion. Oops. Hat ein bisschen Fischaroma, aber geht. Aber die Chimmel sind lecker. And she made it. Mm-hmm. She cooked it. Mm. Das ist eigentlich nur Reis und Gemüse. Und wir können um diese Fleischbällchen rumessen. Und die Zwiebeln haben voll den Taste. Ja, voll gewürzt, ne? Gambia ist mit einer Länge von 480 Kilometern und einer Breite von gerade mal 50 Kilometern das kleinste Land auf dem afrikanischen Festland. Das Land wird von drei Seiten vom Senegal umschlossen und ist nur an einem kurzen Küstenstreifen zum Atlantik hin geöffnet. Mitten durch das Land fließt der gleichnamige Gambia-Fluss. Der seltsame Grenzverlauf wird mit einer Geschichte erklärt, wonach britische Schiffe vom Fluss aus nach beiden Seiten mit Kanonen geschossen hätten, um das Gebiet gegen die Franzosen im Senegal abzugrenzen. Bis heute ist die Amtssprache Englisch, es werden aber im gesamten Land über 20 verschiedene Stammessprachen gesprochen. Größere Säugetiere wie Elefanten, Löwen und Giraffen wurden im 19. Jahrhundert von Kolonialisten und Wilderern ausgelöscht. Verschiedene Affenarten und vereinzelte Krokodile sowie Flusspferde findet man heute noch in Gambia. Besonders bekannt ist das Land vor allem unter Vogelinteressierten, denn mit über 540 Vogelarten hat Gambia in der Tierwelt trotzdem viel zu bieten. An dieser Stelle möchte ich mich beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Das ist Löwenanteil. Löwenanteil stellt total leckere Fertiggerichte her. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr gerne darauf zurückgegriffen. Mittlerweile sind bei uns aber fast alle schon weggefuttert. Wir haben noch genau drei Gläser übrig, wobei diese Gläser theoretisch mindestens ein Jahr lang haltbar sind. Das kommt bei uns aber nicht hin, weil die sind einfach vorher schon aufgegessen. Die Gerichte von Löwenanteil sind zu 100% aus Bio-Qualität. Sie sind sehr proteinreich und was für uns am wichtigsten ist, sie sind einfach sehr, sehr lecker. Wir wärmen uns total gern den Inhalt von so einem Glas auf, machen uns ein bisschen Reis dazu oder Couscous oder wenn wir nicht so viel Hunger haben, dann auch gar nichts. Und dann schmeckt es einfach, als hätten wir selber gekocht. Und das finde ich richtig,
richtig cool. Die Gerichte sind also nicht einfach nur eine Notlösung, wenn es etwas schneller gehen muss, sondern eine wirklich vollwertige Alternative, um sich einfach mal ein bisschen was zu gönnen und das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Noch dazu gibt es eine richtig große vegane Produktpalette, die wir komplett getestet haben und die kriegt unseren Approval. Falls ihr die Gerichte von Löwenanteil auch mal probieren möchtet, dann haben wir einen Code für euch. Mit FilmPeople10 spart ihr 10% auf eure Bestellung. Wir haben euch das Ganze unten in der Beschreibung verlinkt. Klickt da jetzt mal drauf, bestellt euch euer Probepaket und enjoy! Guten Morgen. Wir haben direkt neben dem Gambia-Fluss geschlafen und können sogar aus dem Bett raus aufs Wasser schauen. Hier im Gambia-Fluss gibt es Krokodile und ich fände es ja cool, wenn wir eins sehen. Dementsprechend sind wir natürlich ein bisschen vorsichtiger. Wir gehen nicht so nah ins Wasser, vor allem Lotta nicht. Aber naja, ist richtig cool hier. Eine richtig schöne Stimmung. Und dieser Fluss ist riesig. Ich wusste, dass der groß ist, aber also es ist echt, ich habe noch nie so einen breiten Fluss gesehen. Schnappi? Schnappi! Ah, kein Krokodil. Schade. Dann kannst du jetzt Gassi gehen, Lotti. Was? Das ist ein Vogel. Hä? Ich wollte nur mal rufen. Ich heiße es aber ja nicht Schnappi. Ja, stimmt. Ja, komm. Hops. Der Platz hier ist wirklich schon sehr, sehr schön, muss man sagen. Wir sind hier echt einige Kilometer in den Busch reingefahren. Hier ist weit und breit kein anderer Mensch, was bis jetzt echt eher eine Seltenheit war, weil wir doch meistens in der Nähe von Städten waren und man trifft dann doch öfters, als man denkt, auf Menschen. Aber hier haben wir jetzt seit wir angekommen sind, niemanden mehr gesehen, weil wir hier wirklich in so einem richtigen Wald drin sind. Und es ist mal eine schöne Abwechslung, hier so mitten in der Natur zu stehen. Allerdings habe ich jetzt auch immer noch mehr ein Auge auf Lotta. Die geht jetzt noch an der kurzen Leine, weil wir nicht wollen, dass sie hier irgendwie ins Gebüsch rennt oder an irgendwelchen Baumwurzeln rumschnüffelt, wo sich potenziell Schlangen aufhalten könnten oder anderes Getier. Was nicht gut für Lotta wäre, deswegen ja, gibt es jetzt nicht so viel Rumgerenne hier. Aber wenn wir am Strand sind, dann wieder. Wir sind zwar noch ein Stück vom Meer entfernt, aber auch hier ist der Gambia-Fluss wohl schon relativ salzig und das sieht man auch hier so um den Fluss herum, weil da, wo ich gerade rumlaufe, auf der Erde sind so ja, Salzkristalle, weil das hier ausgetrocknet ist. Und das sieht man hier immer wieder, dass hier das überall so ein bisschen weiß ist von dem Salz. Und wir haben auch gelesen, dass es hier wohl in der Regenzeit an dem Fluss Hippos gibt. Aber eben nur in der Regenzeit, weil dann wohl so viel Süßwasser da reingespült wird, dass die das, dass das auch kein Problem für die ist, weil die eigentlich kein Salzwasser mögen. Aber weil gerade Trockenzeit ist, werden wir die wohl nicht zu Gesicht bekommen. Und ich glaube, ich habe hier gerade noch eine Spur gefunden von etwas, was es ja auch gibt, und zwar ein Äffchen. Schaut mal hier. Das ist meine Hand. Und das hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Fingerchen. Es könnte also gut ein Affe sein. Ich hoffe, wir sehen welche. Ich liebe ja Affen. Das ist ein richtiges Paradies jetzt hier. Das ist echt, in so einer Gegend war ich noch nie, wo man wirklich so potenziell so viel Wildlife sehen kann. Das ist schon sehr, sehr cool. Oder Lotti? Ich wüsste mal gerne, was du machst, wenn du Affen siehst. Halt dich besser fest. Um zu diesem idyllischen Stellplatz zu kommen, mussten wir gestern erstmal, ich glaube, es waren bestimmt 15 Kilometer hier so eine Piste lang fahren. So tief sind wir noch nie in den Busch reingefahren. Ja,
also hier durch die Wälder durch. Und ich glaube, dass wenn kurz nach der Regenzeit ist es hier, glaube ich, richtig grün. Aber dadurch, dass die Regenzeit jetzt schon wieder eine Weile her ist und die nächste demnächst, also in ein paar Monaten anfängt, ist es halt jetzt alles wieder hier voll trocken. Ja, aber deswegen ist halt auch die Straße gut passierbar. Ich kann mir vorstellen, kurz nach der Regenzeit ist das hier eine Schlammschlacht. Ja, also raus hier. Jetzt haben wir haben gerade im Vorbeifahren hier so riesige Vögel gesehen. Merlin dachte erst, es wären Geier. Ich glaube nicht, ne? Die sind riesig groß. Vielleicht weiß ja jemand von euch, was das für Vögel sind. Ansonsten googeln wir gleich mal. Cool. Vögel kann man hier generell sehr gut beobachten. Also im Senegal sind ganz viele Special Birds sind hier in Gambia auch. Ist das nicht ganz so unbedingt unser Thema oder ein Bereich, in dem wir viel Expertise haben. Aber ich finde es trotzdem cool, schöne Vögel zu sehen. Und dahinter ziehen die Kühe lang ein bisschen. There's some monkeys on the hill. Hallo, die ganze Familie. Ich glaube, das war das Geräusch, was ich vorhin gehört habe. Oh, da sind noch mehr. Die sind überall hier. Da sind ganz viele. Ja, ich glaube, die haben wir gehört gestern. Ich dachte auch, es wäre ein Vogel, aber das sind Affen. Thank you very much. You need it? Yeah, Polish also need this type of thing. You have some? From where? From Germany. Germany. Yes. Nice place. It's a nice country. I want to come there. One day, inshallah, we will see each other there. Well, you're very welcome to come. Yes, I want somebody to welcome me there. Yes. See. You come to Frankfurt and then... Inshallah. Yes. Hello. Hi, how are you? Yeah, good. And how are you? Fine. Are you fine? Fine. That's good. Good. Yeah. We got to Basse. Basse? Yeah. Have you been there? No, first time. Gambia. Yeah, but it's nice. It's a beautiful country. Yeah. Coming from where? Germany. From Germany? Yeah, from Frankfurt. Assalamu alaikum. How are you? Yeah, yes. But we love it. It's so nice here. Hello, how are you? Are you fine? Perfect. Yes, yeah, you're good. We're also fine. We're going to Basse. Yes. Is it Basse? Yes. You want to come? You come with me? All right. Bye. Have a nice day. Wir haben bis jetzt die Erfahrung gemacht, in Gambia vor allem, dass die Polizisten und Polizistinnen super freundlich und interessiert an uns sind. Man hört ja immer viel Korruption, bla bla. Gibt's bestimmt auch, aber wir haben diese Erfahrung einfach noch gar nicht gemacht. Alle sind total nett und total interessiert und reden gerne mit uns. Und ja, das ist schön. Ja. Uns haben ja immer wieder am Anfang Leute erzählt, dass es totale Hitzeprobleme mit dem T3 gibt. Können wir jetzt nicht bestätigen, wir haben noch einen Zusatzölkühler eingebaut und unser Kühlsystem ist top in Schuss. Und ich kann nur sagen, 36 Grad Außentemperatur, 89 Grad Öltemperatur, ist perfekt, so sollte es sein. Ja, wollte ich nur noch mal gerade sagen. Also, da, was wir damit sagen sollen, das Auto ist top. Ja. Wir oft gehört haben, dass das Auto nicht das Richtige wäre für diese Reise, aber I strongly disagree. When the lights go down and the crowds have all gone home, and I lay my head in a bed that's not my own. Hey, how are you? Das ist immer eine Experience, hier durch so kleine Dörfer zu fahren. Und wirklich immer, also sind alle Leute sehr, sehr freundlich. Das ist echt immer wieder richtig
krass zu sehen. So, alle grinsen und winken und freuen sich. Und wir sind natürlich auch freundlich und winken und freuen uns, dass wir so nett aufgenommen werden. Ja, ich glaube, hier kommen halt jetzt auch mittlerweile echt wenig Leute hin. Also in der Ecke, wo wir jetzt sind, glaube ich, kommen nicht so viele Leute hin. Nicht so viele Touris, ja. Vor allem nicht mit meinem eigenen Auto. Ja. Die Polizisten an den Polizeikontrollen, wir hatten jetzt mittlerweile übrigens schon mindestens 5 weitere, die fragen dann auch manchmal so, seid ihr mit dem Auto hierher gekommen? When the world is on my side and I'm all good. Was? Da sind Affen. Ah ja, die rennen weg. Ah! Hallo! Ah! Hilfe! Ah! Mach mal den Spiegel rein. Ja. Okay, dieser Weg wurde sehr lange nicht mehr befahren. Okay, fahr ich halt den Baum weg. Der Platz. Ah, da ist ein Babyaffe! Den Platz haben wir über iOverlander gefunden und die letzte Bewertung war von 2019. Ich glaube, seitdem ist hier niemand mehr lang gefahren. Aber wir sind gleich da. Ich bin eben mal den Weg dann nach da vorne weiter abgegangen und da geht es nicht weiter. Da ist ein Wassergraben, über den wir nicht mehr drüber kommen. Deswegen versuche ich jetzt uns einfach hier andersrum an den Rand in den Schatten zu stellen und dann passt es schon. Wir haben ja schon gesehen, dass es hier Affen gibt. Spekulieren einfach drauf, dass wir heute Abend noch mal welche sehen, wenn wir uns jetzt hier passt. Wenn wir uns hier einfach jetzt in den Schatten stellen, ein bisschen ruhig verhalten, dann kommen die bestimmt noch mal raus im Laufe des Tages. Ist ja auf jeden Fall ziemlich cool. Geht schon, oder? Ja. Ich hab direkt meine Hose ausgezogen. Hier ist kein Mensch, Leute. Hier ist niemand. Normal sind immer Leute überall. Also kann man auch noch ohne Hose rumlaufen. Sagen wir jetzt, ja. Hier hinten eben in dem Gebüsch waren schon die ersten neugierigen Affen. 2 Stück haben wir gesehen. Also ich glaube, wir haben eine ganz gute Position hier. Die beobachten uns und wir beobachten sie. Und die sind noch sehr schüchtern. Ich denke mal, hier kommen nicht so viele Menschen hin, deswegen halten die wahrscheinlich lieber Abstand. Es gibt ja so ein paar Orte in Marokko, zum Beispiel in diesem Nationalpark, wo wir waren, wo die Affen ja wirklich an die Leute rankommen, ja, auch angefüttert, weil sie gefüttert werden. Ja. Aber das hier sind richtig wilde Affen. I'm out here living all the dreams that you said I would. Please believe me when I say that you're the only one on my mind. Oh, you're the song I come right back to every time. I'll be thinking about you. I'll be thinking about you. I'll be thinking about you. Irgendwie gab es bei uns in letzter Zeit immer nur entweder Nudel-One-Pot oder Reis-One-Pot. Aber heute gibt es mal Indisch. Lecker. Ja, mal eine gute Abwechslung. Ich habe heute vorgemerkt bei der Hitze, dass es richtig wichtig ist, dass wir auch genug essen. Nämlich ja. Ich bin richtig dizzy. Wenn wir nur gefrühstückt haben, so ein kleines Porridge und dann nichts mehr, das ist nicht gut. Das stimmt. Das ist generell schon hart. Es sind jeden Tag so 35, 36, 37 Grad und in dem Auto hinter der Windschutzscheibe ist es, glaube ich, noch mal wärmer als das, wenn die Sonne da drauf knallt. Und das sind schon krasse Temperaturen. Aber ich habe jetzt auch gemerkt in den letzten Tagen, dass wir damit erstaunlich gut klarkommen. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Auch Lotta. Die fährt jetzt immer hinten in der Höhle mit, da hat sie ihre Kühlmatte, da ist immer Schatten. Und die ist einfach kaum am Hecheln. Also manche Hunde hecheln ja das ganze Jahr, auch im Winter. Und Lotta liegt bei 36 Grad in ihrer Höhle. Ja. Und also irgendwann hechelt sie dann schon, aber versuchen sie halt so erst gar nicht so heiß werden zu lassen. Wir sind jetzt die letzten Tage hier südlich vom Gambia-Fluss immer weiter Richtung Osten gefahren, auf dem Weg nach Zabi. Da befindet sich ein
kleiner Grenzübergang in den Senegal. Und das ist nämlich genau die Region, wo wir auch hinwollen, in den Osten des Senegals. Da befindet sich nämlich ein Nationalpark, der auf jeden Fall noch auf unserer Bucketlist steht für Senegal. Und da fahren wir heute hin. Und schon sind wir wieder im Senegal. Dieser Grenzübergang hier war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr entspannt und da war nichts los. Ich konnte einfach alles alleine machen. Merlin konnte im Auto bleiben mit Lotta und ich konnte reingehen und die Stempel einsammeln für unsere Pässe, das Carnet stempeln lassen und so weiter. Also ja, so kann gerne jede Grenze sein. Und das heißt, wir haben jetzt Gambia nach 3 Tagen schon wieder verlassen. Es ist zwar einerseits nicht besonders lang, um sich ein Land anzuschauen, andererseits glaube ich, dass wir dort jetzt mehr Zeit verbracht haben als die meisten Leute, Reisenden, Overlander, die durch Gambia reisen, weil man dieses Land halt theoretisch innerhalb von einer halben Stunde circa durchqueren kann, weil es ja einfach sehr, sehr schmal ist. Aber ich bin froh, dass wir uns das jetzt ein paar Tage angeschaut haben und ja, sagen zwar viele, also die Senegalesen, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, dass es sehr ähnlich wäre. Wir haben immer gesagt, c'est la même chose. Also Gambia und Senegal wäre das Gleiche, aber ich möchte diesem Land auch nicht seine Individualität absprechen und ich finde schon, dass man auch gemerkt hat, dass man in einem anderen Land war. Die Menschen waren richtig, richtig nett hier alle. Ja. Also es war echt sehr, sehr eine coole Erfahrung einfach, ja. Fand ich. Toll. Und es war eine schöne Abwechslung, dass wir dort Englisch sprechen konnten, weil ich habe zwar das Gefühl, unser Französisch wird immer besser. Also ich fühle mich immer sicherer im Französisch sprechen, aber es ist natürlich kein Vergleich zu Englisch, wo wir fließend reden können. Genau. Aber welcome to Senegal. Again. It feels like being born again. Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Learning how to stand if standing angekommen am Rande des Niokolar-Koba-Nationalparks, ganz im Osten des Senegals. Und dieser Stellplatz ist wirklich ein Traum. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so idyllisch standen. Wir sind wieder am Gambia-Fluss und es ist alles total grün bewachsen hier. Und ja, es ist einfach richtig, richtig schön. Ich bin total froh, dass wir hier sind. Es war eine anstrengende Woche. Heute war auch echt anstrengend. Wir sind den ganzen Tag gefahren. Aber trotzdem haben wir wieder sehr viele schöne Eindrücke gesammelt. Und ich bin einfach sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir hier sind und dass wir diese Reise machen können. Ja, und nächste Woche geht's weiter. Freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Da gehen wir hoffentlich auf Safari hier im Nationalpark. Also, hört ihr die Affen? Hier gibt's richtig viele Affen. Das ist mega cool. Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Sonntag wieder dabei seid. Macht's gut! Tschüssi! I've been spending far too much time with my headphones on. Riecht sie voll nach Gras, wenn man hier durchfährt. Wie hast du gerade eben gesagt? Nach Gambia. Kiffi, kiffi. Kiffi, kiffi. Was hast du da jetzt? Wir haben Chips gefunden. Was? Musst du erst mal gucken, ne? Hab ich gehört, dass es riecht. I'll invite something new into my home. So darkness, darkness, come on.